Ja, ist der Waldsee denn noch da? Denn der Ladescreen sagt Waldsee, weil ich zuletzt diesen frischen Account am Waldsee ausgeloggt habe. Wo ist er denn jetzt? In der Zwischenwelt? Der Ladebalken ist durch und ich bin tatsächlich noch am Waldsee. Heck! Ist es denn wahr? Heißt also für alle, die ihren Account schon angelegt hatten, Alter, ich bin noch am Waldsee, den es eigentlich gar nicht mehr gibt und ich bin nicht im eigentlichen Tutorial. Ja, das ist natürlich ein Ding. Heißt also, ich starte, würde ich sagen, am besten mal direkt einen neuen Account. So, jetzt haben wir wieder den Waldsee. Und jetzt haben wir aber auch schon ein ganz neues Bild. Denn das wird jetzt das neue Tutorial. So startet man jetzt ins neue Game oder ins alte Game mit dem neuen Tutorial. Jetzt bin ich wahnsinnig gespannt, wie es aussieht. Wir haben 6 Uhr morgens, also eine ganz gute Uhrzeit. So soll das sein. Ja, gucken wir mal, was uns jetzt hier erwartet. Und zack. Geht es auch schon los. Sehr, sehr, sehr cool. Also, das ist nun das neue Tutorial. Und wir kriegen auch hier, ja, ein bisschen leichter erklärt als erstes, was wir machen sollen. Ganz schicke Area hier. Sieht ganz gut aus. Zack, zack, zack. Großartig. Okay. Also, Sinn und Zweck des Ganzen war, dass man das Tutorial zugänglicher gestaltet. Das Tutorial sollte einfacher sein und mehr Informationen bieten. Naja, ich hoffe, das bietet jetzt sämtliche Informationen. Andererseits hoffe ich es eigentlich auch nicht, weil dann sind ja meine Tutorials sinnlos. Heißt also, wir gucken uns das Ganze mal an. Und ich habe sogar sofort ausgeworfen. Beobachte den Schwimmer, warte auf einen Biss. Na, normalerweise macht man jetzt hier so ein bisschen weniger Schnur auf dem Wasser. Und dann schlägt man gleich an. Warte auf einen. Und da zuppelt es auch schon. Ein Fisch beißt an. Warte, bis der Schwimmer abtaucht. Oder zur Seite gezogen wird. Also, da zuppelt es auch schon direkt. So soll das. Hier kommen sogar schon die Meldungen über regionale Rekorde, Wochenrekorde und sowas alles. Globale Wochenrekord, jawohl. Und zack. Ah. Das war nichts. Das heißt, wir müssen nochmal. So. Das heißt, dann werfen wir nochmal aus und gucken, ob das nun besser lübt hier. Beobachte den Schwimmer, warte auf den Biss. Naja. Ich bin wahnsinnig, geht schon wieder los. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie das wird. Und wieder das gleiche, warte bis zur Seite gezogen wird, jawohl. Na, da zuppelt er jetzt wild hier unten. Jetzt. Und es hakt. Und es hakt, linke Maustaste gedrückt halten, bisschen nach vorne gehen. Zack, und wir haben unsere erste schöne Karausche. Sehr gut, ey. Ja, in den ganz alten Tutorials war noch die olle Schläfergrundel der Fisch. Aber jetzt immerhin ein einigermaßen hübscher Fisch. So, Space. Geht nicht. Freilassen. Ach nee, Backspace stand da. Freilassen. Das heißt, wir haben gar keinen Kescher am Anfang hier im Tutorial. Das ist natürlich auch ein Ding. Werf in den markierten Bereich. Okay, wir machen das nochmal. Ich werf mal ein bisschen weiter. Zack, beobachte den Schwimmer, warte auf den Biss, okay. Also direkt das Ganze nochmal. Für spätere Posenangeln, also für alle, die jetzt dann wirklich frisch gerade reingehen ins Game. Immer so ein bisschen mehr, also wenig Schnur auf dem Wasser, das hilft. So, und jetzt gucken wir, in dem Moment, wo es dann richtig runter geht, dann den Anschlag, also einfach linke Maustaste drücken. Jetzt hoch. Zack. So, und dann schön gedrückt halten. Bisschen nach vorne gehen wieder. Zack. Und da haben wir auch tatsächlich wieder was Neues. Und zwar die Optik vom
Rotauge. Ich habe gerade schon ein bisschen getestet mit dem großen Account. Die großen Rotaugen, so 500 Gramm plus, mega, sehen auch richtig, richtig gut aus. Da ist die Färbung nochmal deutlich intensiver. Auch hier wieder mit Backspace. Oder einfach freilassen. Okay, müssen wir einfach draufdrücken, dann lübt es. Tausche den Köder gegen eine Made aus. B. Oh ja, guck mal, das ist die Schnellauswahl. Andere Möglichkeit wäre V. Okay, hier gerade nicht möglich. Wir machen das erstmal. Gibt es jetzt V? Nein, auch nicht. Später vielleicht. So, wir halten wieder gedrückt, werfen aus und dann gucken wir mal, was jetzt hier reingeht. Wie gesagt, Sinn und Zweck des Ganzen ist es einfach, ganz neue Spieler Stück für Stück reinzubringen. Und aus diesem Grund wurde auch in den letzten Tagen nochmal deutlich mehr am Game gearbeitet und an diesen Informationen gearbeitet, dass das Ganze auch wirklich für Anfänger geeignet ist. Und deswegen bin ich da auch wahnsinnig gespannt, ob man sich das wirklich, ja, ohne Vorwissen, zack, ob man das auch hinbekommt, dass man da richtig gut abgeholt wird. Ah, guck mal hier, da haben wir schon die etwas größeren Rotaugen. Sag ich doch. Das sieht auch schon richtig gut aus. Schöne Glanzeffekte drauf, coole Strukturen hier insgesamt, von den Texturen richtig schön. Ja, sehr gut. Auch den müssen wir leider wieder freilassen, den Fisch. Und wir ändern. Wähle eine Spinnroute. Halte die Schnellauswahltaste für Routen gedrückt. Mach ich. Geht nicht. Ha. Geht nicht. Da haben wir schon einen Bug. Heißt also, da wird es bestimmt bald ein Update geben. Gibt keinerlei. Ich kann B gedrückt halten. Ich kann es nicht wegstecken. Und ich kann nicht weitermachen. Ja, schade. Da scheint etwas nicht zu funktionieren. Ich werde einloggen und ausloggen und bin gespannt, ob sich das beheben lässt. So, beim zweiten Versuch hat zumindest jetzt schon mal die Backspace-Taste funktioniert. Das ist doch schon mal gut. Jetzt bin ich natürlich auch guter Hoffnung, dass es beim zweiten Mal funktioniert. Eigenartig, gucken wir mal, wie das nun aussieht. Jetzt kommt ja die Made mit dem zweiten, ja, gucken wir mal, ob jetzt das zweite Rotauge dann auch wieder kommt. Beim... Biss ist dran, gehakt. Wow, fast abgerissen hier. 400 Gramm Rotauge. Backspace. Jetzt klappt's wieder. Und jetzt können wir auch, ja, jetzt können wir auch auswählen. Also, hat sich wohl gerade irgendwie verschluckt. Schön. Habe ich was gefunden. Freut mich. Also, wir ziehen mal die Routen. Die können wir jetzt gerade nicht, doch, die können wir auch ziehen. Nehmen wir nochmal raus. Die ziehen wir jetzt hier auf die Taste 1, 2 oder 3, wie man es halt gerade gerne möchte. Wie gesagt, die hier, die schwarz markierte, die ist halt, die wir gerade in der Hand haben. Können wir wieder rausziehen, kann man auf eine andere Zahl auch legen, wie man es gerade will. Man kann auch hier später andere Routen noch hinlegen oder was zu essen oder was zu trinken auf diese Tasten legen, wenn man mal zwischendurch ein bisschen Energie braucht. Das ist aber eher fürs Endgame. Ja, dann gibt es hier eine neue Route. Ich drücke mal jetzt die Taste 1. Guck mal da, Alter. Da haben wir das Gerät. Und wir können sie abstellen mit der Taste 0. Und dann sehen wir die Route, die wir hier nutzen können. Cooles Teil. Sieht schick aus. Gucken wir mal, drücken wir mal eben V. Jawohl, da sieht man auch alles. Die Horizon 4000 ist da mit drin. 8 Kilo Bremskraft. 13 Kilo Schnur haben wir sogar drauf. Also, wir haben hier schon ein richtig gutes Gerät gerade. Ich werfe mal aus. Gucken wir mal. Halte gedrückt. Jawohl. Machen wir mal mit Shift, volles Matt. Und es fliegt raus. Sehr gut. So, Bremse machen wir mal ein bisschen runter. Das machen wir mit Mausrad. Und zack, geht auch schon was rein. Steuerung, einmal rechte Maustaste für den Anschlag. Fisch ist gehakt, lass ihn nicht entkommen. Ein Barsch oder was? Da ist ein Barsch. Ein Barsch auf dem Spinner. Jawohl, komm, 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 komm. Yes. Da ist er. Der Barsch. Auch den müssen wir leider wieder freilassen. Backspace.
Und maximaler Auswurf, also mit Shift und raus damit. Und er fliegt halt richtig schön weit raus. Lass mal ein bisschen absinken und dann ziehen wir. Und da geht schon was rein. Eieiei. Und es geht sogar ein bisschen in die Bremse. Da müssen wir langsam mit dem Mausrad die Bremse hochstellen. Oh, der hat Bock. Oh, was hat... Oh, ein Hecht. Ist das ein Hecht? Oha. Komm ran hier. Langsam die Bremse hoch. Langsam hoch. Nicht zu weit. Hier unten drauf achten. Bis hier, bis zu diesem Strich circa. Das reicht für den Anfang. Nicht so hart in den roten Bereich. Immer wenn ihr euch unsicher seid, wie euer Set zusammengebaut ist, dann am besten die Bremse erstmal runterstellen und langsam hochdrehen. Erstmal gucken, wie viel euer Set denn aushält, damit ihr nichts aus Versehen abreißt. Oh, der kämpft schon richtig. Oh, der kämpft schon richtig. Schön rein auch in den Blank, in die Rute reindrücken, damit die ganze Kraft vom Fisch auch schön hier in die Rute geht. Haben wir einen Kescher? Haben wir nicht. Rechte Maustaste und dann laufen wir einfach. Bäum, bäum, bäum. Neuer Sound. Okay, 3,5er Hecht ist aber schon heftig. Ist aber schon ein richtiger Brocken. Krass. Schönes Ding. Cool. Auch den müssen wir leider freilassen. Später im Game bringen die Hechte auch schon richtig gut Silber. Zack. Also, Tutorial schon abgeschlossen. Das ist cool. Ja, und jetzt heißt es im Tutorial, es geht ja quasi noch weiter. Wir kriegen weitere Informationen und ja, werden weiter am Spiel quasi so ein bisschen gepusht im Spiel, dass wir weiterkommen. So, wir gehen mal rein ins Spielen. Wir sind jetzt hier, ich drücke mal U. Ja, jetzt haben wir quasi das Original-Starter-Set, mit dem man sonst auch immer gestartet hat. Das bedeutet zum einen die Telestick Stipproute, mit der waren wir gerade schon unterwegs, und die Corona 60L. Also, diese beiden Routen haben wir und jetzt steht hier zum Beispiel F1. Schaut erstmal das Menü an. Was haben wir denn? Hier sind die ganzen Infos drin. Einfach mal F1 drücken und dann steht da drin, wie man ranzoomt, wie man eine Lampe anmacht oder wie man einen Schnurclip irgendwann einrichtet und so Sachen. Das steht hier alles drin. Sämtliche wichtigen Infos stehen quasi hier zum Abruf bereit. Also, machen wir mal wieder zu und wir gucken, Escape, Hauptmenü, jawohl, das machen wir auch mal. Dann haben wir hier sämtliche Infos auch nochmal. Wir haben hier die Statistiken für unseren eigenen Charakter. Wir drücken Escape, wir können hier in den Setzcacher gucken nochmal, den wir haben. Das geht natürlich auch mit der Taste C. Genau, V ist unser gesamtes Setup, was wir hier gerade in der Hand haben. Die Route, die können wir uns dann im Detail nochmal anschauen. Und was haben wir denn noch? Escape, das Wetter hier an dem Gewässer. Wir können hier die verschiedenen Gewässer bereisen. Zum Beispiel auch gleich noch den Windenbach oder eben den Moskitosee. Am Moskitosee sollen hier jetzt einige Fische noch ein bisschen leichter zu fangen sein. Deswegen werde ich natürlich als erstes hier runtergehen zum Moskitosee. Was dem alteingesessenen Spieler vielleicht auffällt, es wurden ein paar Pflanzen bzw. ja, Wasserpflanzen und Texturen überarbeitet. Also da sieht es jetzt ein bisschen realistischer einfach aus, noch realistischer, dass man hier eben, ja, ich sag mal, an den Randgebieten, dass es nicht so plakativ war, sondern dass man tatsächlich, ich werfe schon mal aus in der Zwischenzeit, dass es einfach so ein bisschen natürlicher in Gänze aussieht. Da wurden verschiedene Gewässer jetzt überarbeitet, zum Beispiel eben dann hier auch der Moskitosee. Koori war, glaube ich, auch dabei. Und war es der Windenbach? Ich meine ja. Gucken wir mal also, wie das jetzt hier läuft an der Stelle. Ich habe erstmal nur ausgeworfen, so wie es war. Und da zuppelt es auch schon los. Jetzt, wie gesagt, darauf achten, nicht so viel Schnur auf dem Wasser haben. Und in dem Moment, wo es richtig jetzt runtergeht, dann linke Maustaste den Anschlag setzen. Ein bisschen nach vorne laufen hilft immer. Und da kommt schon die erste kleine Karausche. Und die dürfen wir auch behalten. Und dafür kriegen wir XP. Und dafür sehen wir, dass wir Skillpunkte bekommen beim
Posenangeln, auch das natürlich super wichtig, wenn man jetzt im Posenangeln weiterkommen will, betreibt man natürlich hauptsächlich Posenangeln. Ja, und so geht es jetzt weiter, dass wir hier Stück für Stück Gas geben und versuchen hier mit ja, verschiedenen Routen, verschiedenen Techniken die verschiedensten Fische des Gewässers rauszuziehen. Was wir jetzt natürlich hier für einen Vorteil haben, ist, man kommt leichter rein ins Game. Ich sehe hier gerade eben im Chat, da ist jemand Level 14 geworden. Ich würde fast behaupten, selbst mit Level 14 würde ich nochmal neu anfangen. Vor allem dann, wenn man schon mal den ein oder anderen Fehler gemacht hat, wenn euch irgendwas abgerissen ist, also kaputt gegangen ist von einer Route, von einer Rolle, wenn ihr verkehrte Sachen gekauft habt. Also wenn ihr nicht so ganz glücklich seid mit eurem Start und euch denkt, vielleicht könnte man doch neu anfangen. Ich glaube, ich würde, ich sag mal Level 12 bis Level 14, ich glaube, ich würde einfach nochmal neu anfangen und das ganze Tutorial nochmal richtig durchnehmen. Ja, für Spinning gehen wir jetzt nochmal rüber zum Windenbach. Auch das interessiert mich ja sehr. Wobei ich mir noch nicht sicher bin, ob ich mit diesem Account jetzt mehr Spinning mache oder mehr Posenangeln. Posenangeln soll ja besser geworden sein. Und auch Posenangeln ist natürlich hier am Windenbach äußerst lukrativ. Denn es gibt hier sowas wie Haseln und Lauben. Haseln gerade wieder hier drin im Café. Kaffeeaufträge immer absolvieren, das ist das A und O. Und hier sehen wir auch schon Kaulbarsche. Kaulbarsche wurden vom Wert verbessert. Also Haseln, Kaulbarsche, Barsche, Lauben. Also das sind alles richtig gute Fische. Auf die sollte man gehen und dann die Fische auch im Café abgeben. Ich verkaufe jetzt mal die, die ich jetzt auch vom anderen Gewässer habe. Die können wir hier leider nicht abgeben. Und wir gehen mal hier hin und ich bin gespannt, ob das Tutorial auch hier noch so funktioniert. Ich werfe einmal die Pose aus. Ich nehme mal den Spinner und werfe die Route aus mit dem Spinner. Und dann gucken wir mal, ob das hier so alles funktioniert. Und ein bisschen langsamer durchgehen hier. Und da ist aber schon was an der Pose. Zack, guck mal hier. Ein Aaland, ein kleiner. Döbel. Einen Döbel, sehr gut. Also wir kommen vorwärts hier, Stück für Stück. So soll das. Und jetzt gucken wir mal, was hier noch so geht. Ich hätte ja gerne hier auch noch so schöne Bar... Und hier geht's schon wieder ab. Oh, links und rechts. Oh, hier, den verloren. Und den haben wir dran. Oh, 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 oh. Ein kleiner Hecht. Bam, 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 bam. Jackpot. Also, wir haben Level 2 erreicht. Ein Kilo Hecht, maßig. Und wir haben Bonuspunkte bekommen, weil wir eine Leitroute verwenden. Besonders schwierig. Spinning-Punkte haben wir bekommen. Nächstes Level. Und das ist natürlich richtig gut. Wir bekommen abhängig von der Angelmethode, die wir verwenden, unterschiedliche Boni. Bedeutet, hätte ich jetzt das Level abgemacht mit der Pose, hätte ich vielleicht einen anderen Teigköder bekommen. Jetzt habe ich hier so einen super guten Dragonfly Bell Spinner bekommen. Super Spinner. Ich sag mal, ab einem höheren Levelbereich, so Level 12, würde ich den Haken ändern. Aber für den Anfangsbereich einen Top-Köder. Du hast ein Geschenk erhalten. Für die ersten 10 Level wirst du ein Geschenk bekommen. Also mit jedem Level up gibt es ein Geschenk. Abhängig davon, welche Angelmethode man verwendet. Heißt also, hätte ich jetzt wie gesagt mit der Pose hier das Level abgemacht, hätte ich irgendwas fürs Posenangeln bekommen. Wahrscheinlich eine andere Teigköderart oder sowas. Spinning, also Dragonfly Bell, richtig, richtig schön. Haben wir jetzt tatsächlich zweimal. Das ist vielleicht ein bisschen schade, da hätte man was anderes nehmen können. Ich hätte jetzt gedacht, der wäre gar nicht drin, aber er ist tatsächlich drin. Das heißt, den haben wir jetzt zweimal bekommen. Ja. Ich meine, der wird wahrscheinlich eh nochmal abgebissen, dieser Köder, von irgendwelchen Hechten. Gerade hatten wir ja schon direkt einen Hecht. Von daher haben wir jetzt zumindest einen wirklich sehr, sehr guten Ersatzköder. Also, ich ziehe hier nochmal ein bisschen durch und dann gucken wir mal, was hier noch so geht. Level up hier auf Spinning. Ich glaube, ich nehme nochmal Spinning.
Jawohl, Level 3, nochmal auf Spinning und wir bekommen weitere Spinner. Einer der wohl kampfstärksten Fische hier an dem Gewässer, der mich jetzt hier... Oh, Nordi hat sich reingeschmuggelt. Ja, Moinsen, danke fürs Follow auf Twitch. Was ein Brocken, ein Rapfen. Und was für ein Dingen. Ich komme noch gar nicht dran. Kurbel. Ich renne einfach drauf, oder? Alter Falter. 3,8 Kilo Rapfen. Eine Kampfmaschine sondergleichen. Ich bin ums halbe Gewässer hier gerade gerannt, weil das Ding so übel abgegangen ist. Das waren jetzt über 10 Minuten krasser Drill. Abgefahren. 1,4% ja, plus im Spinning. Das war deutlich mehr Skill für mich als hier im Game. Abgefahren. Richtig gut XP natürlich dafür bekommen. Level 8 direkt erreicht. What? Checkpot, Alter. Ist das der Hammer? Checkpot. Ein Fisch durchgeboostet, Alter. So geht das. Da sag mal einer, Spinning und so lohnt sich nicht. Zack, tatsächlich. Alter, ein kleiner Rapfen ging nochmal rein. Also Rapfen ist ja der Hammer hier. Läuft ja richtig gut. Und einen der schönsten und besten Köder mit im Game bekommen. Aquila, 4 Gramm, super wichtig auch später am Gewässer Belaya. Sehr schön, verwende ich direkt. Und ich bin gespannt, wie der jetzt hier funktioniert. So, ich gehe jetzt nochmal hier in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden zu einem anderen super wichtigen Spot. Und zwar hier unten 120, so ungefähr. Einer der Top-Spots finden wir hier ganz oben in dieser großen Kurve. Und auch hier funzt es immer wieder gut mit verschiedensten Ködern, mit Grundangeln, mit Posenangeln. Und ich hoffe dann eben auch gleich mit dem Spinning, dass ich dann gleich das Level abmache. Wir haben jetzt gleich kurz vor 5. Es wird halt langsam schon wieder hell hier im Game. Das ist schon mal gut. Das heißt, ich teste einfach schon mal wieder ein bisschen auf Spinning. Ja, die zweite Stunde hat angebrochen. Das heißt also, es lübt. Eigentlich läuft es ganz gut. Wobei ich sagen muss, gerade im Spinning-Bereich, alter Vogel. Gerade im Spinning-Bereich hat es in der zweiten Stunde deutlich nachgelassen. Und was mir aufgefallen ist, es sind ganz viele Fische angeschwommen und sind einfach nicht gehakt. Das war schon ein bisschen, ja, schon ein bisschen nervig. Das heißt, es kam der Angriff und die Fische waren danach schnell wieder weg. Ich kann vor diesem Vogel nicht abhauen. Oh. Und die Fische waren halt ratzfatz dann wieder weg. Und das ist natürlich super nervig. Genauso wie das jetzt hier. Das ist natürlich Katastrophe. Verhakt. Ich hoffe, ich kann das korrigieren hier mit dem Verhakt. Das heißt, ich drehe die Bremse langsam hoch. Können wir direkt tutorialmäßig übernehmen. Also Einholgeschwindigkeit mit Shift. Bremse hochdrehen. Bis kurz vor den roten Bereich. Und jetzt mit Steuerung, mit Shift, hier ist es. Versuchen zu lösen. Zack und gelöst. Jetzt wieder Bremse schön weiter runter. Und dann können wir hier weitermachen. Und da zieht nochmal einer ab hier quer rüber. Also hier oben in der Kurve bei 120 wird es wirklich nochmal wild. Ich bin gespannt, was es ist, ob es nochmal ein dicker Döbel ist. Es sind einige Döbel bisher hier schon reingegangen. Vielleicht ist es aber auch tatsächlich nochmal ein Rapfen. Das wäre natürlich der Oberhammer. Also, die haben richtig Bock. Frequenz ist auch richtig gut.
Also hier oben in der Kurve Lübdes. Ich hatte ja auch schon verschiedene Videos hier zu der Stelle gemacht. Auch aufs Grundangeln, wenn man hier später aktiv ist, dann vielleicht sogar mit einem Grashüpfer als Köder. Da kann man dann tatsächlich auch hier schön rausziehen, die Brocken. Döbel lohnt, kampfstark, bringt gut XP, bringt ganz gut Silber. Also da lohnt es sich dann wirklich hier auch mal gezielt auf die Döbel zu gehen. Gerade auch im Low-Level. So, jetzt bin ich gespannt, was hier geht. Ob das hier reinballert. Ich bin halb elf sozusagen. Also Endspurt. Und dann entscheidet sich. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was es denn für ein Spezial-Setup gibt. Als Belohnung dafür, dass wir hier Level 11 geschafft haben. So, jetzt sollte er so langsam ankommen. Er wird, glaube ich, langsam müde hier, der Brocken. Ei, 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 ei. Der hat auch richtig, richtig Bock. Und jetzt so langsam kommt er hier ran. Ei, ei, ei. Schwieriges Dingen. Route am Limit wieder. Aber der Drill war nicht ganz so lang. Was haben wir denn hier? Ein A-Land? Ich glaube, es ist ein A-Land. Es ist ein großer A-Land. Tatsächlich. Bäm, Alter. 2,9 Kilo A-Land. Krass. Gute XP. Alter, einen ordentlichen Boost nach vorne hat auch der Brocken wieder gebracht. Also, super wichtig. Das erste ist, Bremse runter, durchziehen, wenn der Fisch kommt, anschlagen, also mit Steuerung, nee, mit Shift und rechter Maustaste, Anschlag setzen und dann die Bremse hochziehen, weil die Haken sind wirklich so tricky. Mir sind anfangs so viele Fische ausgeschlitzt mit diesen schlechten Haken und ich glaube, jetzt so mit der Methode klappt das wirklich gut. Also, schauen wir mal ran da mit dem dicken Döbel. Jawolski, und da ist Level 11 erreicht. Coole Sache, Level 11 in, was sind es, 3,5 Stunden ungefähr. Das passt doch richtig gut. Und jetzt bin ich gespannt, was wir bekommen für ein Set. Als Belohnung quasi dafür, dass wir so lange durchgehalten haben. Bäm! Ein Spinning Set, eine Arrow S60L mit der Hydra, mit einer Schnur, noch ein Köder dazu. Das Set gucken wir uns auch erstmal an. Das ist ja der Hammer, ey. Cool. Level 11 geschafft. Ja, bisschen über 3 Stunden. Passt also richtig gut. Und jetzt gucken wir mal eben hier rein. Ich lege das Setup mal direkt hier ins Inventar und wir begutachten. Was haben wir denn hier? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Gut, aber nicht sehr gut. Wirklich gut von der Tragfähigkeit. Sehr, sehr gut vom Wurfgewicht. Also ein super Setup, was man direkt am Belaya verwenden kann. 3 Gramm Wurfgewicht, damit geht es los. Das ist wichtig. 4 Gramm ist schon schlecht. Also 3 Gramm Wurfgewicht, sensationell. Tragfähigkeit, 5 Kilo ist gut. Die Hydra ist ein bisschen low. Ne, also mit 2,7 Kilo ist die ein bisschen schlapp auf der Brust, muss man so sagen. Was haben wir denn hier noch? Hat die nicht sogar schon mehr? Wir haben hier 3,2, auch eine 2000er, also runter damit. Zack, 3,5er Schnur, zack, da können wir den Köder auch gleich direkt runternehmen. Das nehmen wir auch, komplett demontieren. Und jetzt haben wir die Route hier. Wir tauschen mal direkt aus, die Spark 2000. Wir können ja maximal eine 2000er Rolle drauf machen. Und dann haben wir jetzt hier 3,2 Kilo. Jetzt ist hier eine 5,2 Kilo Schnur drauf. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Warum kommt hier eine Schnur drauf, die dazu führen kann, dass die Rute bricht? Über der Tragfähigkeit der Rute. Katastrophe. Runter mit dieser Schnur. 3,5 bis 4,5 von mir aus. 4,678. Alles okay. Aber doch nicht drüber.
Katastrophe. Aber benutzen, erster Auswurf und das Ding ist unser. Und damit können wir jetzt munter weiterziehen. Ich habe 100 Fische im Kescher. Ich bin randvoll. Und die ganzen Fische, die gehen wir jetzt natürlich erstmal verkaufen. So, wir sind zurück im Dorf. Das heißt natürlich, wie immer, als erstes ins Café schauen. Da, eine. Perfekt. Können wir also verkaufen. Giebel hatte ich nicht. Schläfergrundeln, 2 Stück. Reicht also nicht. Kaulbarsch nicht. Lauben. Ui, passt. 5 Stück für 20. Die verkaufen wir auch. Und was haben wir hier noch? Barsch. Oh, nach Gewicht sortieren, 6 Stück, bringt 44 Tacken, sensationell. Na, das sieht auch schon alles ganz gut aus. Und jetzt verkaufen wir den restlichen kompletten Kescher nach Preis sortieren. Und da sind wir nochmal bei 183 Silber verkaufen. Also 300 Silber im Kescher. An Cash. 300 Silber Cash, nennen echt stabiles Setup, wobei wir jetzt halt sagen müssen, okay, mit diesem Setup, mit dieser Rolle wollen wir uns nicht zufrieden geben. Wir gucken mal eben nach Rollen, nach Stationärrollen. Und da hieß es doch zuletzt, dass die La Certi gepimpt wurde, aber das ist ja eine 4000er. Die Lagoon wurde gepimpt. Lagoon, gucken wir mal hier. Nach Tragfähigkeit, das wäre eine 3000er, die können wir nicht verwenden. Hier wäre eine 2000er mit einer Bremskraft von 3,5. Lohnt sich auch nicht. Sputnik 2000 mit 3,6. Ja, ihr seht, es ist gar nicht so leicht. Das ist eben der Grund, warum das Belaya-Setup so gut ist. Es ist halt eine Medium-Leitroute, wo man eben 3000er-Rollen verwenden kann. Ja, die ganzen kleinen sind gar nicht so sexy. 3,2 Kilo Bremskraft auf der Spark ist schon echt gut. Muss man der Spark lassen. Für das schmale Geld. 3,2. Wir kommen hier auf 3,4. Die kommen alle nicht in Frage. 3,5. Das macht ja alles den Kohl nicht fett, ne? Eine 2000er Rolle. Hier wäre noch eine. Mit 4 Kilo, kostet dann aber schon 400 Silber. Ich weiß es nicht. Ich glaube, da ist so eine, wie gesagt, das Belaya-Set dann später mit für, ja, ich sag mal, mit diesem Setup als Medium-Light mit einer 3000er-Rolle deutlich angebrachter. Nichtsdestotrotz ist das Setup so, wie es ist, wirklich gut. Ich würde sogar sagen, man könnte hier noch eine Schnur draufpacken, Angel, Schnüre. Natürlich könnte man auch geflochtene Schnur schon nehmen, plus Vorfachsmaterial. Das heißt, wir gucken mal bei den Komponenten, bei den Vorfächern, gewöhnliche Vorfächer, Fluorocarbon und kaufen uns dann hier so ein Fluorocarbon. Na, haben wir nicht irgendwas um die 4? Die können wir uns noch nicht leisten, ne? Beziehungsweise ab Level 14 erst. Die passen aber auch nicht so ganz. Mono wäre jetzt auch nicht so mega sexy. Das heißt, 3,2 könnte man verwenden, ist aber auch nicht so richtig sexy. Muss ich ja sagen, wie es ist. Aber immerhin besser als gar kein Vorfach. So könnte man das Ganze schon verwenden. 3,2 Kilo Fluorocarbon noch da drauf. 3,5er Monoschnur oder eben eine geflochtene Schnur. Gucken wir mal unter den geflochtenen. Ich glaube, da reicht auch sowas hier. Was haben wir denn hier? So eine kurze. Da muss ja auch gar nicht so viel drauf. Wobei von der Kohle her hätten wir eigentlich genug. Ne? 3,5 Kilo könnte man auch nehmen. Also das wäre halt die Möglichkeit. Ich sag mal, ein solides Set für den Anfang. Nachteil, wie gesagt, es gibt keine richtig gute 2000er Rolle für diese Route. Wirklich ein kleiner Nachteil und dass hier, wie gesagt, diese Schnur automatisch mit angeboten wird, finde ich schade, finde ich wirklich schade. Wenn man hier Blödsinn baut, geht höchstwahrscheinlich, wie gesagt, dann die Route sogar zu Bruch, weil die Tragfähigkeit über
der Tragfähigkeit, also die Tragfähigkeit der Schnur, über der Tragfähigkeit der Rute liegt. Finde ich nicht so sexy. Alternativ halt, wie gesagt, einfach ein Vorfach drauf machen. Dann hat man das Problem nicht mehr. Allerdings auch nur wieder eine Tragfähigkeit auf dem gesamten Set von 3,2 Kilo. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, das gesamte Tutorial, so wie es jetzt ist, deutlich einsteigerfreundlicher. Man bekommt viel mehr Ansporn, weiterzumachen. Man bekommt Köder. Wenn ihr jetzt in Richtung Posenangeln geht, bekommt ihr Naturköder, Teige, verschiedenste Teige, Haken und so weiter. Und ihr seht hier eine wunderbare Auswahl für alle, die Bock haben auf Spinning. Eine super Auswahl. Und was kommt noch dazu? Die Verbesserung vom gesamten Setup oder von verschiedenen Komponenten, die man auch schon hat. Selbst dieses Express-Fishing-Setup hier ist schon richtig gut mit 3,9 Kilo. Und was soll ich sagen, wenn wir mal nach der Linea schauen, da haben wir sie. Das ist das Belaya-Setup, das sogenannte. Das hat jetzt sogar eine Tragfähigkeit von 11 Kilo. Auch das Tutorial zum Belaya-Setup verlinke ich euch nochmal. Also, das ist das ultimative Setup ab Level 12 und jetzt sogar noch besser. Wenn dir das Ganze gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, das hilft mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream auf Twitch oder auf YouTube. Bis dahin, Petri.